Mein Haus hat ein gut Ansehen, das ist wahr. Steht stattlich da, vornehm und reich. So beginnt jedes Jahr der Jedermann in Salzburg seine Rolle auf dem Domplatz. Und so möchte ich heute auch beginnen, denn wir sind in Salzburg und dieses Haus steht stattlich da, ist vornehm und reich. Das große Festspielhaus in Salzburg. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend hier in Salzburg. Ein Heimspiel für mich. In der Bundesrepublik, Sie wissen es vielleicht nicht, es muss auch nicht sein, aber ich wohne in Österreich, in der Nähe von Salzburg, im Lande Salzburg. Wie tückisch Heimspiele sein können, haben wir gerade gesehen. Ich will Sie nicht an Österreich-Ungarn erinnern, aber es war ja ein Heimspiel. Für mich ist das ein ganz großer Augenblick, aus verschiedenen Gründen. Erstens, zum ersten Mal mache ich eine Fernsehsendung zu Hause. Zum zweiten, zum ersten Mal eine Unterhaltungssendung im großen Festspielhaus. Das ist für Sie, meine Damen und Herren, in Deutschland und im übrigen Ausland vielleicht nicht so interessant, aber es ist etwas ganz Besonderes. Im kleinen Festspielhaus, da darf man auch Komödie spielen, da darf man allerhand Schnickschnack treiben. Aber ins große Festspielhaus, da kommt man eigentlich gar nicht rein. Ich bin aber trotzdem hier und ich könnte darauf stolz sein, wenn ich es selber geschafft hätte. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Eher wäre ich auf die Idee gekommen, vor dem Dom Charlies Tante zu spielen, statt Jedermann, als in das große Festspielhaus hinein zu wollen. Aber man hat uns gelassen. Ich bedanke mich da ganz herzlich. Erst einmal bei dem Mann, der das angeregt hat, ein Journalist aus Salzburg. Und dann bedanke ich mich natürlich für die Leute, die das dann aufgegriffen haben und genehmigt haben. Das ist der Herr Landeshauptmann Haslau. Er ist da. Ich begrüße ihn recht herzlich. Guten Abend, Herr Landeshauptmann. Dankeschön. Und um den Proporz im Lande Österreich zu wahren, begrüße ich selbstverständlich auch den Bürgermeister Reschen von Salzburg. Guten Abend. Und dann habe ich ihn mir sagen lassen, ich habe ihn noch gar nicht gesehen, Wien ist weit, aber er ist auch Bürgermeister von Wien, das ist der Helmut Sieg, da muss ich Helmut sagen, der war mal Fernsehdirektor, da kann ich mich noch nicht dran gewöhnen, ich weiß gar nicht, wo er ist. Da ist er. Hallo. Er ist auch heute nicht hier in seiner Eigenschaft als Bürgermeister, sondern ein Fernsehdirektor kann es natürlich nicht lassen, die Aufregung einer Live-Sendung, das alles nochmal wieder mitzuerleben. Gut. So weit, so gut. Alexander von Humboldt hat gesagt, die drei schönsten Städte der Welt sind Konstantinopel, Neapel und? So ist es. Und Salzburg. Nun sagt man aber... Neapel sehen und dann sterben. Also verwechseln Sie nicht die Reihenfolge. Fahren Sie nicht erst nach Neapel, fahren Sie gleich nach Salzburg. Ich sage, Salzburg sehen und dann leben. Das ist viel wichtiger und viel schöner. Die Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern waren ja mal mehr oder weniger getrübt, aber viele Österreicher haben in Deutschland sich einen großen Namen gemacht, haben in Deutschland Karriere gemacht, in der Relation zur Einwohnerzahl, auch viele Deutsche in Österreich und beide in beiden Ländern, die gleiche Sprache und viel gemeinsame Vergangenheit. Viele Künstler, Wissenschaftler, Schriftsteller, viele Politiker sind in beiden Ländern nach wie vor bekannt. Der eine hat hier ein bisschen an Gewicht gewonnen, unser Kanzler hat gerade an Gewicht verloren in Österreich, 10 Kilo. Und viele Deutsche erinnern sich an viele Österreicher. Da gab es auch eine große politische, auch politische Persönlichkeit mit diesem charakteristischen Bart. Man kann es ja ruhig aussprechen. Jeder kannte ihn, nicht? Überall, auch in Deutschland, den Kaiser Franz Josef mit diesem Backenbart. Der war ja... Ach, Gott, ich weiß, wen Sie meinen. Mit dem kleinen Bart. Na, unvergessen. Aber, da können Sie denken, Schwung hat er ja reingebracht. Johann Strauß, unvergessen, in Deutschland so berühmt wie in der ganzen Welt. Na, jetzt hätte ja. Ich beginne schon jetzt zu überziehen, merke ich. Und das wollen wir nicht. Wir wollen in diesem Hause, und das muss ich gleich sagen, wo so viel Präzision und Genauigkeit herrscht, ich nehme an, das verdanken wir dem Altmeister,
Die ganze Technik hier, eine große Verbeugung. Das klappt alles, das flitzt, das ist geradezu preußisch. Also das geht auch in Österreich und das ist wichtig und das ist schön. Und dafür bedanken wir uns. Es ist ein tolles Haus. Sicher eine der größten Bühnen der Welt. Und ich bin wirklich glücklich, hier aufzustehen. Stolz bin ich nicht, wie gesagt, ich habe es ja nicht geschafft. Gut, meine Damen und Herren, ja, es ist überall anders. Wissen Sie, in England wird man geadelt, Deutschland kriegt man einen Orden, in Österreich wird man Professor. Und ich zwischen den... diesem Zusammenhang kann ich nur sagen, weil er demnächst herkommt, auch hierher, nicht? Schlechte Beispiele verderben gute Sitten. Die Unschuld ist dem Haus genommen. Jetzt kann Professor Jürgens kommen. Und er tut es auch und ich wünsche ihm schon jetzt ein herzliches Toi Toi in diesem herrlichen Haus. Schön, behalten Sie die Lache nochmal für nachher, vielleicht fällt mir noch etwas ein. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen wir unsere Gäste aus dem In- und Ausland. Wir lassen alles spielen, was es hier gibt an technischen Mitteln. Sie werden gleich sehen, die kommen gar nicht rein, die werden reingebracht sozusagen. Und spielen tun Musikstudenten, ein Bläserensemble von Musikstudenten vom Mozarteum. Na, wenn wir schon hier sind, dumm werden wir sein. Wenn wir sie nicht nehmen, da sind sie bereits und spielen für sie, blase für sie die Europa-Fanfare. Ich dirigiere zum ersten Mal im großen Festspielhaus. Meine Herren. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Bitte nehmen Sie Platz. Sie stürzen schon von selber auf Ihre Plätze. Das ist vernünftig. Und darf ich die Damen aus Italien und Norwegen bitten, mir zu folgen in die Mitte. Guten Abend. Darf ich Sie gleich begrüßen? Guten Abend. Gehen wir zusammen. Nehmen wir die. Jetzt muss ich raten. Moment. Sie sind aus Italien. Ja. Dann sind Sie zwangsläufig aus Norwegen. Kommen Sie ein bisschen weiter bitte vor. Wenn Sie mich mal im Laufe des Abends... Oh, ich habe vergessen, die Gabi zu begrüßen. Die hat sich das schönste Dirndl von Salzburg ausgesucht. Gabi, entschuldigen Sie, eine Sekunde. Eine Unterlassungssünde. Eine Unterlassungssünde. Also, das muss man auch sagen. Ja, sehr schön. Aber weil unser Orchester nicht gespielt hat, ich bin so gewohnt, den erst unseren Dirigenten zu begrüßen. Und dann, wie sie recht sagt, Lila, der letzte Versuch, ein sehr... Hast du gesagt, nicht ich. Sie kommen aus Norwegen, darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Ich heiße Anne-Britt Sveen, bin aus Oslo in Norwegen. Ja, das weiß ja, ja jeder. Also, ja, ja. Und Sie kommen aus? Aus Neapel. Ich bin eine Englischlehrerin. Ich bin 25 Jahre alt. Ja, ja. 25 Jahre? Jung, nicht alt, jung. 25 Jahre. Ja, Sie kommen aus Neapel? Aus Neapel, ja. Die zweitschönste Stadt oder eine, ja, der ebenfalls Stadt. Ist schöner als... Aber Salzburg ist besser. Ehrlich? Ja. Ich war nie in Neapel, weil ich nicht zu früh sterben wollte. Jetzt kann ich schon langsam mal dran denken, hinzufahren. Nicht? Und da sind Sie Englischlehrerin? Ja, Englischlehrerin, ja. Aber, daher und Deutsch kann nicht? Ich nicht mehr Deutsch sprechen, so bitte. Ja, Sie sprechen doch Deutsch. Entschuldigen. Ja, ich aber ich habe in Oktober diese Arbeit bekommen und so Englisch. Und, aber ich kann auch Deutsch verstehen ein bisschen. Ja, das merke ich. Und woher können Sie sprechen? Wo? Im Goethe-Institut. Im Goethe-Institut? Ja. Dann können Sie auch demnächst auch Deutsch unterrichten. Ja, oder? Ich liebe die Deutsche und das deutsche Bild. Und auch Österreich und die Österreichische. Daher bin ich hier gekommen. Die sprechen ja sehr ähnlich in Österreich, die Menschen. Nicht? Ja. Sehr ähnlich, ja. Ja. Und die lieben Sie auch. Ja, die daher lieben Sie bin auch. Ich gekommen. Ja, das ist schön. Wenn man aus Liebe kommt, ist es natürlich besser. Manche fahren aus ganz anderen Gründen manchmal. Ich danke Ihnen. Und Sie machen was in Norwegen? Ich bin Krankenschwester. Das ist gut, das kann man immer bauen. Man weiß nie, was im Laufe eines Abends passiert. Ich mache Streetwork mit Alkoholiker. Was guckt sie mich an?
weiß ich nicht. Nein, ich bin kein Alkoholiker. Nein, wirklich nicht. Ich bin ein Trinker. Also ich meine, ich trinke abends meinen Wein, wie jeder Mensch hier, ne? Aber Sie liegen nicht in den Straßen herum. Ich liege nicht in den Straßen herum, nein, nein. Ich liege so in Theatern und Fernseh- und Filmstudios rum. Das ist aber doch für eine kleine, zarte Frau eine harte Arbeit. Ja, ziemlich. Haben Sie nicht auch manchmal Ärger mit dem? Werden die nicht dann... Nur ab und zu. Den letzten Tagen habe ich gesagt, wenn Sie nicht höflich sind, dann spiele ich Operas von Mozart. Sehr laut. Mit Trinken? Kommen die dann zu Ihnen, um geheilt zu werden oder nur zur Ausnüchterung? Oder? Habe ich nicht verstanden. Kommen die nur hin, wenn Sie also nun mal gerade wieder voll sind wie 10 Mann? Oder kommen die hin, um von Ihnen kuriert zu werden auf die Dauer? Ich fahre in einem Auto in der Stadt herum und hole Leute, die in den Straßen liegen, die so völlig... Liebe. Sag mal. Aber doch nicht... Aber doch nicht alleine. Nur mit vielleicht einem Mann oder einer Frau auch. Auch mit 2 Frauen macht ihr das? Zwei kleine, die sind ziemlich stark. Das ist ja toll. Gibt es das hier, Herr Bürgermeister, gibt es das in Salzburg auch? Sollte man das anregen? Da wäre ich jeden Abend besoffen, wenn sie mich jeden Abend holt. Na, das finde ich ja fabelhaft. Ja, das ist eine, man macht jetzt seinen Quatsch, aber manchmal ist Ihnen wahrscheinlich nicht zum Lachen. Ne? Wird denn so viel getrunken in Norwegen? Da gibt es doch gar keinen Alkohol, nur auf Bezugsschein. Doch, es gibt Wein und Bier und Spiritosen und alles. Ja, aber doch nicht so viel man will. Da muss man doch, so viel man will, wenn man Geld hat. Ach so, denn ich weiß, das ist sehr teuer. Ja, und das sind extra staatliche Geschäfte. Und da wird das auch eingetragen, nein, nicht? Nein, nicht nein. Mehr. Früher war das doch richtig zuteilungspflichtig. Ich war ja oft in Norwegen. Das ist in Finnland, glaube ich. In Finnland? Ist auch teuer. Schweden ist auch teuer. Ist nicht alles so preiswert wie Österreich. Das ist ganz klar. Gut, na, dann können wir ja mal anfangen. Aber Sie haben ganz richtig gesagt, Sie spielen dann Mozart. Wenn die zu laut werden, dann spielen Sie Mozart noch drüber. Obgleich der ja allgemein nicht so furchtbar laut ist. Aus Neapel, da gehen Sie natürlich viel in die Oper. Ja. Ja? Ja, aber ich bin kein Musikexperte. Sie sind Musikexperte, was wir Sie jetzt fragen. Also das sage ich Ihnen jetzt schon, meine Damen und Herren, damit haben Sie gerechnet, das haben wir mit Absicht gedacht, das ist auch richtig. Wir beginnen mit Mozart und enden mit Benatzky. Es ist eine Austria-Orgie, die wir heute Abend feiern. Mit Recht. Wir beginnen jetzt mit Mozart. Kaum wage ich Sie zu fragen, es ist so einfach, Mozart-Opern, Sie werden daraus einige... kleine solistische Stellen hören. Ich sage jetzt schon, ich bedanke mich wieder herzlich bei den Kollegen von der Singenden Zunft, dass sie das überhaupt machen, gekürzt und gestrichen und ganz wenig. Und trotzdem sollen es ja Sänger sein von Rang und Namen. Das ist immer oft schwierig. Die sagen dann, so wenig mache ich nicht und das mache ich überhaupt nicht. Aber es ist wieder gelungen. Wir haben wieder sehr schöne Stimmen bekommen. Ich sage sie Ihnen jetzt schnell an, der Reihenfolge des Auftretens. Das ist Susan Roberts und Eike Wilm Schulte. Das ist Antonius Nicolescu und Dieter Schweikart. Das ist Ulrich Hielscher und Wolfgang Schöne. In der Reihenfolge des Auftretens, Sänger sind empfindlich. So, und jetzt gehen wir hier rüber. Und ich darf bitten, Vorhang auf. 4. Leine. Pa, pa, pa. Papa, bist du mir nun ganz gegeben? Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzensteilchen. Mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Wenn die Götter uns bedenken. Unsere liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Applaus.
sie leben. Oh, viva Pappus, viva Pferd in deinem Wald. Viva Pappus, Pappus lebe. Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braunen, sie leben. Oh, viva Pappus, viva Pferd in deinem Wald. Viva Pappus, viva Pferd in deinem Wald. Der Graf ein Tänzchen und wagen, will der Herr Graf ein Tänzchen und wagen, mag es mir sagen, ich spiel ihm auf, mag es mir sagen, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf. Auf Tod und Leben bin ich sein Mann. Soll ich springen, Unterricht geben? Auf Tod und Leben bin ich sein Mann, ja. Bin ich sein Mann, ja. Bin ich sein Mann. Will der Herr Graf ein Tänzchen nun wagen? Will der Herr Graf ein Tänzchen nun wagen, mag er's mir sagen, ich spiel ihm auf. Mag er's mir sagen, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf. Finta vino, calla la tenesa, ora la festa fa sembrar. Cieco in piazza, qualche ragazza, venga con quella, cercami nar. Venga con quella, cercami nar, cercami nar, cercami nar. Senza tornare nella fantasia, chi minuetto, chi la malia, chi la remana, fa la bella. Chi minuetto, fa la bella, chi la malia, fa la bella, chi la remana, fa la bella. E che fa tanto, dall'altro tanto, con questo quella, domoreggia, domoreggia, domoreggia. La mia vista, doma bambina, una regina di mia metà, una regina di mia metà, una regina di mia metà, di mia metà, di mia metà, devi aumentare. Die weitere Reise gehabt. Ihre Reise war weiter. Sie, ja. Sie kommen gleich dran. Sie warten noch eine Sekunde. Da drüben. Mit. So, was haben Sie nun erkannt? Es ist wirklich, glaube ich, einfach. Ne? Ich weiß nicht. Ich bin keine so Operakenner. Aber ich glaube, das erste war aus der Zauberflöte. Ja. Papageno. Ja, nur ja, genügt und der Operntitel. Die zweite, Don Giovanni. Ich akzeptiere Don Giovanni. Sie brauchen keine Reihenfolge zu sagen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und dritte? Oder sagen Sie lieber nicht dritte, sagen Sie, was Sie erkannt haben. Das ist ja schön. Zauberflöte, Don Giovanni. Die Hochzeit des Figaro. Richtig, das reicht schon, drei Punkte mehr brauchen wir gar nicht. Sie braucht auch die Reihenfolge nicht zu sagen. Hey. Darf ich bitten? Sie brauchen nicht die Reihenfolge, nicht eins, zwei, ja, drei, nicht? Was Sie erkannt haben? Die Zauberflöte. Die was? Die Zauberflöte. Zauber. Zauber, mit Z. Automagico. Ja. Weil die Tauber war ein großer Sänger. Ja. Aber er hat das nicht geschrieben, er hat es gesungen. Ja? Don Giovanni. Don Giovanni. Così fan tutte. Nein. Niet. Ah, nein. Nein, nicht Così fan tutte. Das war noch Entführung. Don Giovanni, Zauberflöte und Figaros Hochzeit. Ja. Aber zwei Punkte sind schön. Wir gehen gleich weiter. Gehen wir zusammen. Ah! Meine Herren,
der Herr Zuckerbäckermeister Zauner aus Bad Ische. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Zauner, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. So, meine Damen, alles für die schlanke Linie. Jetzt fange ich mit Ihnen an. Sie kommen gleich dran. Sie sollten nur mal einen Blick drauf werfen, damit Sie Ihre Freude haben. So, ich nehme diese Fähnchen alle in meine Hand und Sie sagen mir, aus welchem Land kommt welche Mehlspeise, wie man hier sagt, oder Dessert oder Kalorienbomber. Süßspeise, jawohl. Ja. Jawohl. Süßspeise. Gehen Sie mal durch. Nehmen Sie dann nur das, was Sie wirklich ganz genau kennen. Das ist alles von Herrn Zauner und seinen Zuckerbäckern gemacht. Frisch. Seit 6 Uhr früh wird nicht von uns gegessen, sondern geht ins Pensionistenheim. Auto steht schon unten, kommt ganz frisch dort auf den Tisch. Guten Appetit. So. Frankreich. Das ist Frankreich, jawohl. Das ist Frankreich. Crêpes Suzette, Frankreich. Das hier außen wollen, das sind 143.218 Kalorien sind hier drin. Ah. Könnte ich mich reinknien? Ja. Also. Das müssen Sie nicht, Sie können sie aussuchen. Bitte, was ist das hier? England. 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 Plum Pudding, jawohl. England. Was gibt's noch? Oh, da hätten wir noch die Bundesrepublik Deutschland, da hätten wir noch die Schweiz und natürlich Österreich. Das ist ja weltberühmt, aber wenn Sie Appetit haben, Sie können sich ruhig ein Stückchen nehmen, ohne dass Sie jetzt also die Pensionisten da also zum Hungertod verurteilen. Bundesrepublik. Das war, eben haben Sie es noch für England. Ja, England. Und England, das haben wir ja, das ist ja in Ordnung. Ah. England, Frankreich und jetzt haben wir noch 3 Möglichkeiten hier. Schweiz. Schweiz, jawohl, das ist die Schweiz. Basler Leckerli. Ja. Gut. Ist das genug? Das ist genug. 3 genügt. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Und ich schnell wieder die. Das ist herrlich, was? Ah. Ist überhaupt schön, nicht? Ein schönes Haus, schöne Musik, schöne Süßspeisen, schöne Frauen. Eine schöne Sendung, oder? So. Schöne Zuckerbäcker, sehr richtig, Herr Zauner. Einen der schönsten Zuckerbäcker, die heute Abend hier sind. Sind da sicher auch welche im Publikum? Konkurrenz schläft ja nie. Sagen Sie bitte, aus welchem Land, glauben Sie, kommen diese Süßspeisen? 3 genügen. Wollen Sie erst mal ein bisschen schauen? Ja, danke. Sie können ein Stück, mögen Sie was essen? Ich bin allergisch gegen Süßigkeiten. Ehrlich? Ja. Wie äußert sich das? Extrem. Ehrlich? Ja. Das hab ich noch nie gehört, dass das überhaupt gibt. Nein, sie ist ja allergisch. Sie kriegt sofort. Sie fällt hier von einem Extrem ins andere. So wie sie das jetzt. Das gibt es. Haben Sie das schon mal gehört, Herr Zauner? Allergisch gegen Süßspeisen. Das müsste ich mal sein, ein halbes Jahr. Das ist das Beste. Ja, stimmt. Na, wo kommt das her? Irgendwas. Oder das hier zum Beispiel. Ist ja auch ein Un. Ach, Sie wollen das selber machen. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön, ich hänge an meinem Arbeitsplatz. Also ich muss da ein bisschen aufpassen. Das ist der Französische. Das ist Frankreich, ja. Hier? Ganz interessant. Da bitte schön. Was soll ich sagen? Hier ist nicht nötig. So. Da, 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 die. So. Da. Österreich ist. Ich hätte das ja für Sie gemacht, aber bitte schön. Danke. Sie sind es gewohnt, mit Besoffenen umzugehen. Also bitte. Ich habe nicht einen Tropfen getrunken. Österreich? Österreich, ja. Oder Salzburg, glaube ich. Ja, das ist. Ja, Österreich oder Salzburg. Also, nur wollen wir nicht übertreiben. Also. Österreich, ja. Salzburg in Österreich. Im Land Salzburg, im Bundesstaat ist es, ne? Österreich. Das sind die berühmten
Salzburger Nockerln, die die Leute immer bestellen, weil sie denken, sie kriegen dann so ein Nockerl, so ein bisschen sowas wie Spätzle. Und dann kommen, dann kommen da solche Ottos an. Das geht ja. Aber toll. Ja, zwei haben wir schon. Sie stehen hier vor diesem riesen Otto. Wie riecht denn das eigentlich? Schwer. Schwer, nicht? Da man, nicht so nah rangehen, Sie haben sofort ein... Das ist die Bundesrepublik Deutschland. Ja, Schwarzwald vielleicht? Ich weiß nicht. Nein? Nein? Das ist ein Plum-Pudding aus England. Das müssen wir, sonst kriegen wir mit der Thatcher furchtbaren Ärger. Die empfängt ja diese Sendung auf Satellit, die will das ja unbedingt wissen. So, und hier, das ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Also, da kann ich verstehen, dass Sie Ekzem bekommen, wenn Sie sich da... Aber das ist etwas ganz, ganz Herrliches. Ich nehme so schwer Abschied von diesen Dingen. Und hier drüben, Basler Leckerli, da muss man allerdings noch eigene gute Zähne haben. Die sind doch ein bisschen kräftig, aber... Gut. Das waren zwei richtige. Ja? Ich danke Ihnen, Herr Zauner, und Ihren Assistenten. Danke. Grüßen Sie Ihre Frau herzlich. Geht schon los mit dem Würfeln. Und schon in der ersten Runde wird gewürfelt. Der Würfel muss entscheiden. Der viel verfluchte und gehasste Würfel. Es gibt nichts anderes. Glauben Sie es mir. Sie müssen nicht, aber wenn Sie vielleicht weiterspielen wollen. Sie beginnt. Sie beginnt. Ja. Sie richten sich danach, was sie hat, und dann konzentrieren Sie sich. Sie können doch würfeln, hören Sie mal. Na ja, es gibt auch Würfel, die nach hinten losgehen. Sie können... Ah, die machen... Vorsicht! Na, O mia bella Napoli. Oh, bitteschön. Danke. Danke, danke, dass Sie da waren. Danke schön. Wir sehen uns dann nochmal. Dankeschön. Meine Herren, jetzt muss ich wieder raten. Guten Abend. Ja, guten Abend. Jetzt sage ich, Sie sind aus Spanien. Nein. Es sieht aus wie nicht. Juan Carlos, habe ich gedacht. Ja, ein bisschen im Typ. Sie sind aus Spanien. Ja, ich bin aus Spanien. Sie sehen überhaupt nicht spanisch aus. Muss man ja auch nicht. Dann sind Sie aus den Niederlanden. Das war ja mal nicht immer so ein gutes Verhältnis. Nee. Niederlande und Spanien. Vor 400 Jahren. Ja, Philipp der II. Heute geht's noch. Der Aufruhr wechselt mal in Niederland. Jetzt sind also... Das ist lange her, haben wir schon vergessen. Haben, ne? Sie, haben Sie vergessen? Ja. Gute Beziehung jetzt zwischen Niederlande und Spanien. Darf ich Ihren Namen bitten? Isidoro Morales. Morales? Ja. Isidoro. Mhm. Oder? Isidoro. Isidoro. Morales. Morales. Hat das mit Moral zu tun? Nein. Nein. Was heißt Morales? Nichts, das ist ein Eigenname. Aha. Was heißt Moral auf Spanisch? Moral. Heißt auch Moral? Ja. Und Morales ist die Mehrzahl? Nein. Man soll sich mit Spanien nicht auf Spanisch einlassen. Das Wort gibt es gar nicht, Morales. Das ist nur ein Eigenname. Ja, das kann auch sein, Morales. Aber es ist Mehrzahl und nichts mehr. Nichts mehr. Gut, das ist genügend. Was machen Sie? Wo kommen Sie näher? Aus Madrid? Aus Madrid, ja. Und was machen Sie? Sie sind Rechtsanwalt. Nein. Sondern? Ich mache Maschinen für die Fischindustrie. Für die Fischerei? Mhm. Oh je, das ist ja... Fischindustrie. Für die Fische? Ach, für die Industrie, also Verpackungs... Ja. Ja, und, so. Und Laufbänder. Ja. Rinn mit den Sardinen, raus aus der Büchse und so. Oder, ne? Ja. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Tintenfischen. Mit Tintenfischen? Ja, ja. Aha. Es gibt auch Maschinen. Jetzt Maschinen für Tintenfische? Ich bin doch immer so diese, wie Kaugummi. Sind. Also, wie stehe ich nicht? Das ist Kaugummi. Ah, nee, das sind ja Kalamari oder was? Kalamar. Mhm. Kalamar. Ja, ich spreche jetzt fast alle Sprachen. Also. Nur nicht flüssig eben. Sie kommen. Kalamar, gibt es da so viel in Spanien? Gibt es da so viel? In Südamerika. Südamerika. Ach, da, ach so, das hat mit Spanien jetzt gar nichts zu tun. Das ist eine Fabrik, ja, wo Sie Fischverarbeitungsmaschinen herstellen. Liefern Sie auch nach Deutschland? Ja, auch. Auch? Gut, wohin? Bremerhaven. Ja. Sie kommen aus? Amsterdam. Aus Amsterdam, immer aus den Hauptstädten. Wir haben es immer am besten. Und was, darf ich Sie auch um Ihren Namen bitten? Ja, Onno Jarling. 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 Herr Morales, Herr Jarling. Ja. Meine Herren, ja. Was treiben Sie dort in Amsterdam? Also, ich arbeite für eine große Brauerei. Da arbeiten Sie? Was sind Sie da? Koster, Vorkoster oder was? Ja, auch. Ja? Ja. Ach, ja, so bisschen, mal, sind Sie Braumeister oder sowas, oder? Nein, nicht. Ich habe schon einen Teil vom Kurs gefolgt, aber ich bin kein Brautechniker.
Aber Sie müssen das Bier probieren. Ja, aber das muss ein Ziel im Geschäft. Also, ach so. Wenn man das will, dann kann man das Bier kosten. Und dann muss man ausgebildet werden, ein bisschen von dies und ein bisschen von das. Und dann macht man ein Examen, ob man gut kosten kann. Und wenn das geht, dann wird man Koster. Dann werden Sie Koster, das ist ja toll. Auch im Ausland dann. Dann können Sie vielleicht mal hier unsere junge Dame aus Norwegen kennenlernen, wenn Sie in Oslo Bier kosten. Und Sie kosten zu lange und zu viel, dann wird sie da finden. Aber das ist nicht mein Beruf, kosten. Das ist, also das tut ja, man daneben. Das machen Sie daneben, ja, ja. Weil es schmeckt, weil es nicht. Ja, ja. Ja, richtig. Und sonst sind Sie im Vertrieb, Kaufmann, Versand oder? Ja, ich werde nun etwa Kaufmann, aber das ist schwierig zu sagen. Ich werde noch ausgebildet im Betrieb und dann mache ich eine halbe Jahr Produktion, ein halbes Jahr Geschäft. Alles überall durch. Ja, aber trinken können Sie schon. Ja, das kann gut, ich schon. Das ist die Hauptsache. So, darf ich Sie bitten, in dieser Gondel hier Platz zu nehmen? Ja. Wenn schon ein Bühnenhaus von der Höhe, bitteschön, und wenn schon ein Dutzend Züge, dann wollen wir es aber auch ausnutzen. Eine Ballonfahrt mit dem Ballon Salzburg, ne? Erhebt sich jetzt in die Luft. Und Sie fahren über das alte Rom aus dem Jahre 337. Schauen von oben hinauf und sagen uns dann, was Sie erkannt haben. Die Nummern sollen Ihnen Orientierung sein, dass Sie wissen, was wir gerne von Ihnen wissen möchten. Nun leben Sie wohl. Bis jetzt ist nie was passiert. Wir haben das... Gestern noch? Na? An sich geht das ja mit Heißluft, ne? Aber wir wollten es nicht so warm hier drin machen. Sieht doch toll aus mit den Lämpchen. Mein Lieber. Salzburger Höhenflug. Ich will das schöne Bild nicht stören, ich bleib draußen. Eins, zwei, drei und vier. Die drei davon wüssten, wäre es natürlich schön. Rom 337 nach der Zeitrechnung. Nur für die, die es nicht genau erkannt haben. Das weiß ja jeder. Wer kennt nicht Rom 337? Zwei Männer kommen nieder. Ganz was Besonderes. So. So, ich halte es noch ein bisschen fest. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Danke, ja. So, darf ich mit Ihnen den Anfang machen? Sie sind so nett und gehen mit der Gabi eben da drüben rein. Wir können auch noch mal da ein bisschen rübergehen. Auf Wiedersehen. Die Reihenfolge ist egal. Was haben Sie dann? Sie fangen garantiert mit vier an, das weiß jeder. Ja, natürlich. Kolosseum. Ja, Kolosseum, richtig. Und dann weiß ich nicht. Dann wird es schwieriger. Mhm. Nein, wirklich habe ich es nicht. Das ist das Stadium. Das heißt eben nicht Stadion. Das ist der Circus Maximus. Circus Maximus. Aber eine Chance haben Sie noch. Was ist eins oder drei? Der drei. Eins weiß ich nicht, wie das heißt. Und drei? Raten. Man darf ja hier raten, ist ja ein Ratespiel. Nein, ich will lieber nicht. Doch, raten Sie doch. Jeder kennt doch nur die paar Gebäude von da. Das ist jeder nicht, aber der Normalverbraucher so wie Quirinal? Nein? Nein, das ist das Forum Romanum, das ist die Nummer 3 und das ist das Kapitol, die Nummer 1. Ja. Ja? Ich weiß das alles, weil ich das vorher gesagt kriege. So, ein Auli, es geht gleich weiter. Darf ich bitten? Reihenfolge ist egal. Was kennen Sie? Ich weiß, Sie fangen mit 4 an. Ja, das ist das Kolosseum. Richtig. Ja, ja. So sah es mal aus. Also, Nummer 2, das ist das Circo Massimo, das Circus Maximus. Circus Maximus, wie man das sagt. Sie sprechen heute Italienisch, die sprachen damals Latein. Ja, die wussten ja nicht, dass sie mal Italiener werden. Nee? Und Circus Maximus. Und 1 oder 3?
Na, also drei, das ist das Foro Traianico. Nee, das ist das Forum Romanum. Ach, und das ist das Kapitol, aber Sie haben zwei richtig. Ja. Es geht weiter. Es geht weiter. Ja, bleiben Sie, ich mache das. Ich betreue Sie. Alles Gute kommt jetzt von oben. Jetzt mache ich mit Ihrem Partner den Anfang. Da von oben kommen die Bilder. Sie sind gleich wieder dran, Herr Morales. Un momento, Signore. Senor muss es mit alles wiederkommen. Fünf Maler, ich nenne sie Ihnen alle fünf, nur die Reihenfolge natürlich nicht. Und Sie sagen dann drei Bilder, brauchen nur dann die Nummer zu sagen. Ja. Nicht wahr? Da ist zum Beispiel Beckmann dabei und Matisse, Caspar David Friedrich, Dali, Paul Klee. Und das wäre es dann wohl auch schon. Jetzt brauchen Sie nur sagen eins oder zwei, was Sie wissen, was Sie kennen, ist von wem. Einer von den fünfen ist es ja. Also die Nummer eins, das ist Dali. Das ist seine Frau. Ah, das wusste ich nicht. Ja. Naja, sie hat sie extra umgedreht, damit sie nicht jeder erkennt. Seine Frau, die aus dem Fenster schaut. So eine kleine Dralledern, würde man bei uns im Norden sagen. Ja, ja, gehen Sie ruhig ein bisschen los. Die Schauen Nummer drei, das ist Matisse. Richtig! Ein Maler. Nee, die Holländer. Die Holländer, die verstehen halt was davon. Und also die Nummer Niederländer, fünf. Pardon. Das ist Caspar David Friedrich. Ausgezeichnet. Bitte nehmen Sie Platz. Sehr gut, sehr gut. Also man muss sagen, das Bier trinken hat ihm noch nicht geschadet. Anne-Britt hat ihm nichts geschadet. Ich gebe Ihnen fünf Maler vor. Die fünf sind es. Ja, das ist zum Beispiel Matisse, Paul Klee, Dali, Caspar David Friedrich und Beckmann. Und Sie sagen uns nur, was ist was. Drei genügen. Das ist Dali. Dali! Ja. Dalis Schwester. Dieses Bild, ne? Die Schwester von Dali. Das ist seine Frau. Die Schwester. Das ist die Schwester? Woher wissen Sie das? Moment mal. Moment mal. Wer liegt in Madrid? Herr Morales, Ihr Name verpflichtet Sie zur Wahrheit. Herr Morales, woher wissen Sie, dass das die Schwester ist? Sagen Sie es ehrlich. Es ist wirklich die Schwester. Ja, ist 1929 gemalt. Das ist die Schwester und ich bin der Dame extra nicht näher getreten in Ehrfurcht vor dem großen Meister. Das ist ja jetzt natürlich was völlig anderes. Hallo. Können Sie sich mal umdrehen? Ehrlich, das ist seine Schwester, bin ich falsch informiert worden. Ich habe die immer für seine Frau gehalten. Nein. Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Dann werde ich nachher mit denen, die mir das angeschnackt haben, fürchterlich ins Gericht gehen. Gut, aber es ist Dali und das ist die Hauptsache, das haben Sie gewusst. Ja, die anderen kenne ich nicht. Die anderen kennen Sie nicht? Was war das? Da soll noch sein Matisse, Beckmann, Caspar David Friedrich und Klee. Der fünfte ist... Nein. Matisse. Matisse, das sind schon zwei. Jetzt haben Sie, können Sie noch einmal raten. Es sind alles sogenannte Fensterbilder, aus dem Fenster hinaus. Und Klee? Nein. Nein. Das ist Klee. Das ist Klee und das finde ich so schön, das ist ein Blick auf ein Haus auf der Nordseeinsel Baltrum. Und da wir schon so viel Fremdenverkehr machen und so viele Deutsche nach Österreich fahren, wenn sie nicht nach Spanien oder nach Italien fahren, wäre es gar nicht schlecht, wenn man weil die Österreicher mal an die Nord- oder an die Ostsee führen. Garantiere Ihnen, das ist da auch sehr schön. Sind auch nicht keine Berge, aber dafür ist das Meer. Auch nicht übel. So, danke schön. Wie schauen wir aus? Ich überhäufe Sie mit Gold, Herr Morales. Muss nur gucken, ob was drin ist. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wie viele Punkte waren denn das jetzt? Ich sehe das überhaupt nicht mehr. Bitte? 3 zu 5. Ja. Ah, jetzt wird's aber schön. Wahnsinn. Keine Kosten. Keine Mühe gescheut, aber nicht deswegen haben wir die Künstler aus Wien hergebeten, weil die Reisekosten dann nicht so hoch sind, als wenn sie aus Hamburg kämen, sondern wir haben sie wohlweislich hergebeten, weil es wieder mal, ergebe ich heute in Superlativen, wirklich mal wieder eine Spitze ist, weltweit eine Spitze, das Ballett der Wiener Staatsoper. Und sie waren so nett, Mitglieder des Balletts, das Ganze geht hier gar nicht drauf, obgleich die Bühne so groß ist. Gerlinde Dill hat eine reizende Choreografie geschrieben und der Mann, den ich eingangs scherzhaft erwähnte, ist es nun wirklich,
Wiener Blut von Johann Strauss. Es tanzen die Mitglieder des Ballettes der Wiener Staatsoper. Besser geht's nicht.
Kommen Sie mit mir, meine Damen. Wir wollen die Mitte nehmen. Das verschwindet alles wieder da oben. Begrüße Sie. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo, Sie sind aus Irland? Ja. Aha, da sagt man Hallo. Ja. Jo. Gut, ja, nein, deswegen habe ich es ja gemerkt gleich, dass Sie aus Irland sind. Dann sind Sie aus der Schweiz. Jawohl. Von wo? Aus Talwil. Aus Talwil am Zürichersee? Zürich, ja. Zum Zürichsee? Ja. Ja. 15 Kilometer. So. Ja, da bin ich schon oft durchgefahren. Ja. Fährt nicht, man immer nur durch. Eben, das ist ja, ja jetzt nicht mehr, jetzt bleibe ich da. Nicht zu lange, aber jetzt gucke ich mal nach. Talwil, ja, ja, auf der linken Seite, nicht, von ja, Zürich kommen. Ja. Und Sie kommen aus Dublin? Der Hauptstadt. Aus Dublin, ja? Der Hauptstadt. Was machen Sie in Dublin? Ich komme am Ende meines Studiums jetzt. Also Sie studieren ja. In Dublin, was? Germanistik und Politik. Germanistik und Politik. Dann werden Sie also primär dann mit der deutschen Politik beschaffen. Nein. International. Das, ja, sicher, natürlich, aber vielleicht ein Schwergewicht. Aber ist doch Konflikt. Konflikte. Politik, ja. Konfliktpolitik, aber Sie werden die Konflikte vermeiden helfen, hoffe ich. Hoffe ich auch. Hoffen Sie auch, ja. Ja, wenn man das lehren könnte, dann hätte es ja noch nie. Hätte es nur einmal einen Krieg gegeben und nur einmal einen Konflikt, wenn man das lehren könnte, wie man Politik macht. Aber das ist wohl sehr schwer, ne? Der Machiavelli hat es versucht, aber... Ja, der hat aber auch schlimme Sachen geschrieben zum Teil, nicht? Wenn man sich danach richtet, wäre auch nicht gut. Nein. Ne? Ja, darf ich Sie noch um Ihren Namen bitten? Ich heiße Audrey. Audrey? Ja. Soll ich nur Audrey sagen? Ja, das reicht. Gut, reicht? Ja, mir reicht's, aber ich meine, Sie haben ja noch einen Nachnamen, ne? Ah ja, Audrey Arkins. Arkins. Ich sage jetzt Audrey. Fällt mir leichter. Und Sie heißen bitte? Ich heiße Christina Ochsner. Christina? Ja. Was machen Sie? In Zürich arbeiten Sie sicher? Jetzt so halb. Ich habe studiert bis Mitte Februar auch Germanistik und Kunstgeschichte. Kunstgeschichte, keine Politik. Die ist ja viel friedlicher. Und jetzt gebe ich Deutschstunden für Ausländerkinder, die in der Schule nicht, also Schwierigkeiten haben mit dem Deutsch. Und dann werden sie von den Lehrern so eben mir vermittelt, dass sie zu mir in die Stunde kommen und dann werde ich ihnen Deutsch beibringen. Ja, Deutsch oder Zürichdeutsch? Deutsch, nein, Hochdeutsch. Nicht Hochdeutsch. Hochdeutsch, ja. Ja. Und das sind dann so kleine Gruppen, ungefähr 3 bis 4 Kinder, Griechen, Italiener, Türken, Spanier, einfach Kinder von Fremdarbeitern meistens. Ja. Oder von irgendwelchen Diplomaten oder so. Ja, und die lernen jetzt Deutsch bei Ihnen. Ja, ja, also ich wäre es nicht besser, wenn die Schweizerdeutsch lernen würden? Das wenn lernen sie, in der sie Schweiz mit den leben. Kameraden, aber in Ach der so. Schule müssen sie Hochdeutsch sprechen. Also die Lehrer sprechen Hochdeutsch und darum ist es besser, wenn sie auch Hochdeutsch verstehen. Gut, und alles klar. Wir wissen alles jetzt. Jetzt geht's weiter. In der Schweiz gibt es ja einen berühmten Zirkus. Gibt es in Dublin einen Zirkus mit Artisten? Ja, wir haben 2. Ständig? Ständig, ja. Nein, nicht ständig. Sie besuchen 2-mal im Jahr, glaube ich. 2-mal im Jahr. Aber ich war nie da. Aber Sie gehen nicht in den Zirkus? Nein, ich finde Sie gemein. Was? Bitte? Ich finde Sie eigentlich gemein. Sie finden es gemein, nicht in den Zirkus zu gehen? Nein, ich finde es gemein, was Sie da... Nein, ist egal. Vergiss es. Wieso? Warum? Das ist doch schön. Ich meine, die Tiere machen es nicht vom selber aus. Die Tiere? Ich rede jetzt nicht von Tieren. Ich rede von Menschen, von Artisten. Aber das können Sie auf der Bühne machen, das müssen Sie auch nicht. Ja, der Zirkus ist ja eine Bühne, eine Arena. Aber man geht in der Zirkus hauptsächlich, um Tieren zu sehen, oder? Ja? Nö. Nein? Nö. Da ist immer auch eine Tiernummer dabei, aber normalerweise... Dann sollte ich in die Zirkus gegangen haben. Ja? Nein. Also, schön, da bringen Sie mich direkt in Verlegenheit, da bin ich nicht drüber nachgedacht. Die Tiere, aber irgendwas muss ja jeder lernen. Hier kann ja auch was lernen. Es gibt da zum Beispiel Tiere, die furchtbar gerne arbeiten. Sie? Dann sollen wir Ihnen Schreiben beibringen, oder? Schreiben? Das macht sie dann. Das ist, brauchen wir nur die großen Kugelschreiber für die Elefanten. Aber gut. Jetzt werden Sie, aber Tiere kommen doch, ein bisschen als Schlange kommen. Haben Sie Angst vor Schlangen? Nein. Ich weiß es nicht. Sie wissen es noch nicht, das werden Sie dann feststellen. Gut. Wir wollen uns jetzt anschauen. Ein 30 Artisten, die hier ihre Künste vorführen. Das ist ein Charivari, ein Medley, ein Potpourri, ein Durcheinander, ein geordnetes Durcheinander von artistischen Leistungen.
Das schauen wir uns jetzt an und im Anschluss stelle ich meine Fragen. Fürchten Sie nichts, kommen keine Tiere. Keine Tiere, sie schreiben nichts, sie lernen nichts. Und Gott, der Herr, erhält sie doch. So. Darf ich mit Ihnen anfangen? Sie haben eine weitere Reise gehabt. So. Dankeschön. Vielen Dank. Passen Sie auf. Ich werde Sie jetzt nicht fragen, dass das ein Musikclown ist, das haben wir ja gesehen. Dass dies eine Schlangentänzer ist die Liebe. Gute, wie geht's dir denn? Gut, gut. Ich hatte gestern Kopfschmerzen. Mein Englisch. Heute ist vorbei. Pussy. Sie haben schon ganz andere Schlangen geküsst, meine Herren. Und das ist ein Feuerschlucker, das ein Jongleur. Das wissen wir. Aber was macht diese junge Dame? Wie nennt man das? Die Kunst ist, sich im Gleichgewicht zu halten. Äquivalenz. Bitte? Ja, so? Äquivalenzkunst? Balance? Ja, ja, aber das hat einen ganz bestimmten Namen. Äquilibristin. Äquilibristin, gut. Es ist, ich weiß nicht, wie es heißt im Englischen. Ich auch nicht. Oder im Irischen heißt es auch so ähnlich. Equilibristik, sagen ja, wir mal. Equilibristik. And she is an equilibristin. Gut, das ist richtig, wunderbar. Die Schlangen sind nämlich ganz lieb und schön trocken. Handtaschen kaufen sie, aber anfassen mögen sie sie nicht. Mit der großen Schlange habe ich nämlich etwas gemeinsam. Wir wiegen beide 100 Kilo. Ich habe mir erkundigt. So, danke schön. Und jetzt schauen wir hier. Wie nennt man das? Die Herrschaften machen das auch unter einem fliegenden Helikopter. Und sie machen es auch in der Zirkuskuppel. Nur hier so hoch ist selbst dieses Riesenhaus nicht. Und da haben wir uns mit dieser Stange hier zufrieden gegeben. Ist es auch nicht eine Art Balance? Ja, Balance braucht man bei allem, sonst fällt man unter. Es hat einen ganz schönen Namen, wie das heißt. Die können es ruhig in Englisch sagen. Manchmal verstehe ich es, und sonst haben wir Dolmetscher. Ich weiß es nicht. Das nennt man Luftakrobatik. Einfach ist es nicht, aber es heißt einfach Luftakrobatik. Dankeschön.
Und jetzt wird's interessant. Was macht dieser Mensch hier, dieser Artist mit seinen Füßen? Macht er? Er ist nicht zu faul, die Hände zu bewegen, sondern sagt sich, es ist etwas schwieriger noch mit den Beinen. Das ist ein Antipode. Richtig, ein Antipodist. Ich gratuliere Ihnen. Das hat jemand gehört. Antipodenspiele. Dankeschön. Zwei richtige. Bitte. Wer? Das ist ja verblüffend. Ein Antipodist. Antipoden, Gegenfüßler. Ja? Sie wissen sowieso, dass das Antipode. Entschuldigen Sie, Nein, weil ich es ein bisschen gehört habe. Sie haben es ein bisschen gehört. Ja. Anti haben Sie aber nur gehört. Und Buddhist haben Sie sich dazu gedacht. Sie wissen das sowieso. Ich glaube es Ihnen. Wenn das mit Menschen macht, heißt es ikarische Spiele. Und richtig. Ja. Woher wissen Sie das alles? Sind Sie ein Zirkusverband bekannt? Nein? Ja. Ikarische Spiele. Sehr richtig, dann macht er das mit Menschen, das sind ikarische Spiele. Und was macht diese junge Dame hier? Also die Elemente, die sie zeigt, gehören zur Parterre-Akrobatik, weil wenn sie es da drauf macht, würde ich sagen, Equilibristik oder irgend so. Oh, das ist alles schon spitze. Hat sie recht, wenn sie es auf dem Boden machen, ist es Parterre-Akrobatik? Ja, das könnte man sagen. Dann könnte man, ja gut, aber Equilibristik, wunderbar. Jetzt hier das Einfachste, hat ihre Partnerin jedenfalls gesagt. Ich sage auch noch für Sie, die machen das sonst auch, die Herrschaften, unter dem fliegenden Hubschrauber und in der Zirkuskuppel ganz oben, ohne Netz und alles. Und hier ist nicht so viel Platz gewesen, deswegen haben wir uns hierauf beschränkt. Das ist also die... Luftakrobatik. Richtig, Luftakrobatik. Mein Gott, wie weiß das? Danke Ihnen. Ich danke Ihnen allen. Kommen Sie gut wieder weiter. Und toi, 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 Hals- und Beinbruch. Dankeschön. Wie hat die Namen, die Schlange? Ja, das ist das Messi. Messi? Messi, Schätzi. Kuli, Kuli, ah. Das kitzelt immer. So. So weit, so gut. Das sind drei weltberühmte Artisten. Zwei von ihnen leben schon lange nicht mehr. Aber die Namen sind unvergessen. Jetzt mache ich mit Ihnen den Anfang und Sie warten einen Moment. Und Sie sollen uns nur sagen, wackel nicht. Sie sollen uns nur sagen, aus welcher Sparte sind die? Was haben die gemacht? Also, oder was machen sie noch? Der lebt, glaube ich, noch. Der lebt noch. Das ist einer der berühmtesten Clowns. Einer der berühmtesten Clowns, das ist der Popov. Ja, das ist ein vom russischen Staatszirkus. Das war ein Entfesselungskünstler. Houdini, der große Houdini, ist auch ein Film drüber gedreht worden. Der ließ sich in einen Sack einnähen und in Ketten und dann wurde er ins Wasser geschmissen. Und ohne Wasserwacht, ohne fremde Hilfe, war der 5 Minuten später wieder da. Hätte Politiker werden sollen, nicht umzubringen. So, taucht immer wieder auf. Und das war der weltberühmteste Rastelli. Was hat er gemacht? Ich würde sagen, auch ein Clown. Nein, das war der größte Jongleur, den es angeblich je gegeben hat. Rastelli. Aber Sie haben viel gewusst. Aber was ist? Vom Feuerschlucker. Ah, das ist vom Feuerschlucker, aber das ist umweltbewusst, ist bleifrei. Bist du so nett, ja. Er lebt noch, die anderen beiden sind schon lange gestorben. Was haben Sie gemacht als Artisten? Drei große Artisten, weltberühmt. Sie können ruhig hingehen, die tun ja nichts mehr. Rastelli, Houdini, der große Houdini wurde er genannt. Rastelli und Popov. Ich muss zugeben, dass ich muss raten. Das ist ein Ratespiel, hier ist das Raten erlaubt. Okay. Houdini, Entfesselte. Entfesselungskünstler. Mhm. Richtig. Skateboardist. Rastelli, Luftakrobat. Nein, Rastelli war ein Jongleur. Jongleur. Ein Clown. Ein Clown, richtig, ein Clown. Ein Clown. Gut. Danke. Muss ich gucken? Gold. In diesem Zusammenhang muss ich mich herzlich bedanken. In Wien gibt es einen Mann, der ist von Beruf Etui-Macher. Und es hat ihn immer sehr gestört, dass wir so mickerige Etuis haben.
Und da hat er uns, ohne darauf zu dringen, seinen Namen oder seine Firma zu nennen, nein, das wollte er gar nicht, hat er uns für diese Sendung, weil er gesagt hat, wenn schon in Österreich, müssen auch anständige Etuis sein, hat er uns diese wunderbaren Etuis hergestellt. Wir bedanken uns herzlich und geben sie heute Abend aus. Ein Etui schöner als das andere. Dankeschön. Ich danke. Danke. So, wir sehen uns noch, meine Herren. Ich begrüße Sie. Sie kommen aus Österreich. Nein, aus Deutschland. Das gibt's doch nicht. Sie haben doch einen Bart wie ein Österreicher. Ich komme aus Österreich. Sie kommen aus Österreich. Von wo kommen Sie? Aus Berlin. Aus Berlin. Und Sie? Aus Wien. Aus Wien und Salzburg, das schau her. Ein Wiener. Was machen Sie in Wien? Ich bin im Ministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr Verwaltungsjurist. Ministerium für? Ja, und dort bin ich zuständig für internationalen Eisenbahnverkehr. Beförderung gefährlicher Güter auf der Eisenbahn und Beschwerden gegen die Eisenbahn. Und das müssen Sie alles abwimmeln. Es gilt doch für Sie, Schaden von der Bundesbahn abzuwenden, also finanzielle Ansprüche, oder zu reduzieren. Es ist so, wir vertreten an sich das Interesse der Öffentlichkeit gegenüber der Bahn. Das heißt also, die Bahn ist ja ein wirtschaftliches, selbstständiges Unternehmen. Ja. Und Sie vertreten das Ministerium. Und wir vertreten das Ministerium, also die Öffentlichkeit. Aber die Bahn gehört doch zu Ihrem Ministerium. Nein, das ist in Österreich getrennt. Also die Bahn ist ein... Wozu ist das Ministerium denn da, muss ich jetzt ganz dumm fragen? Ja, für die behördliche Aufsicht. Ich meine, das Postministerium, ich kenne das nur von der Bundesrepublik, ist eigentlich für die Post. Das Verkehrsministerium, dem untersteht ja auch die ganze Bundesbahn. Nein, die Eisenbahnbehörde ist dafür da, sozusagen eben die öffentlichen Interessen gegenüber dem an sich selbstständigen Unternehmen Bahn zu vertreten. Die Bahn denkt ans Geld, sollte ans Geld denken. Und woran denken Sie? An die Sicherheit der Leute. An die Sicherheit der Leute? An die Interessen der Leute, zum Beispiel, also dass die Züge schneller über die Grenze fahren. Und ist das sicherer, wenn die schneller fahren? Naja, das muss man eben vereinbaren. Das, ich weiß ja, was ich meine. Darf ich jetzt auch noch um Ihren Namen bitten? Ich heiße Gustav Kafka. Kafka, verwandt? Ist nicht erwiesen. Könnte sein, also die Vorfahren stammen aus Brünn, aber... Ich soll mal sagen, ja, entfernt. Entfernt. Also sehr entfernt. So einen großen Namen hat, muss man sagen, entfernt. Darf ich Sie auch um Ihren Namen bitten? Ja, mein Name ist Wolfgang Patz. Patz? Ja. Einfach kurz Patz? Genau. Mhm. Patz, aus Berlin. Aus Berlin. Ja, prima. Was machen Sie in Berlin? Ich bin Steinmetz. Steinmetz? Ja. Da haben Sie doch, Sie sind ja viel zu jung, aber nach dem Krieg waren Sie doch mit Arbeit eingedeckt. Und heute wieder durch die Schadstoffe, die Sie langsam aber sicher alles kaputt fressen, stimmt's? Ja, ja, doch. Aber es ist auch wenig Geld zur Verfügung dafür. Wieder? Ja. Aber es wurde ja eine ganze Menge gemacht. Und da waren Sie noch zu jung, nicht? Jetzt kommt das große Geschäft und jetzt ist nicht mehr so viel Geld da. Was machen Sie zurzeit? Das ist ein herrlicher Beruf. Ja, alles, was da zu tun ist, also im Baubereich oder im Grabmalsektor. Es gibt da also... Sind Sie selbstständig? Nein. Wollen Sie werden? Ach, wer weiß. Eigenen Friedhof zum Beispiel. Das ist was herrlich. Ja. Steinmetz. Schön. Finde ich schön, weil da sieht man doch wenigstens, was man was macht. Was wir machen, ist immer weg, wenn der Lappen zugeht abends. Im Gegenteil, wenn du sagst, heute einem sagst, ich habe früher auch mal einen Ferdinand gespielt, da lachen die schon, was hast denn das gemacht? Ne? Da bleibt nie was. Man müsste auch, ein Schauspieler müsste seine ganzen Rollen so als so kleine Figuren zu Hause im Schrank stehen haben, dass er sie mal wieder vorführen kann. Immer wenn der Lappen zu ist, gehst gegenüber in die Kneipe und sagst, ach Herr Göbel, was machen Sie denn hier? Ich habe gerade hier Theater gespielt. Ach, sag Sie mal, wollen Sie jetzt Schauspieler werden? Gut. Herr Steinmetz, jetzt geht's los. Wir fangen mit unserem Gast an. Wir sind hier in Österreich, jetzt ist das unser Gast. Wenn ich es in Deutschland mache, sind Sie unser Gast. Bitte nehmen Sie Platz. Als Steinmetz haben Sie ja auch ein bisschen physikalische Kenntnisse. Naja, in Grenzen. In Grenzen. Diese sind vier Glasröhren, verschiedenem Durchmesser. Da geht gerade der Daumen rein, aber nie wieder raus. Doch. Und hier die ganze Hand. Sie sind verbunden, unten. Und wenn ich jetzt dieses Wasser, wir haben es nur gefärbt, damit Sie es besser sehen, wenn wir jetzt dieses Wasser hier hineingießen, was geschieht dann? Läuft das alles hier rein, weil das so groß ist? Läuft die über?
Oder ist das alles gleich? Oder was schlagen Sie vor? Ja, ich denke, dass die Flüssigkeit in allen vier Behältnissen gleich hoch steht. Sie denken, es ist in allen vier Behältnissen gleich hoch? Ja. Das werden wir gleich wissen. Jetzt schütten wir mal hier ordentlich was rein. Ein Wunder ist geschehen. Alle vier gleich. Das ist diese Gleichmacherei. Darum heißen die auch die kommunistischen Röhren. Wenn das jetzt kapitalistische Röhren wären, dann würde hier am meisten drin sein und die anderen kriegen alle auch ein bisschen was ab. Nein, das ist das Prinzip der kommunizierenden Röhren, haben wir alle in der Schule gelernt. Stimmt sie auch? Jawohl. Gut, danke schön. Ach so, die hören das ja gern. Wenn jetzt der Wasserspiegel hier steigt, wenn wir gewusst hätten, dass Sie kommen, hätten wir Steine genommen. Da haben wir Eisen genommen. Was geschieht dann? Der Wasserspiegel steigt. Taucht das dann einfach ein? Geht das Wasser höher oder verändert sich etwas? Wir machen das gleich. Ja, ja. Wenn der Wasserspiegel steigt... Der steigt gleich. Das machen wir. Ach so, ja. Aber ich will es Ihnen noch nicht zeigen. Und der steigt jetzt, also immer höher. Was geschieht dann? Das ist ja hier drüben genau das gleiche Gewicht, ohne Wasser. Ja, dieses Gewicht wird nach unten sinken. Dies wird nach unten sinken? Ja. Also würde das leichter? Das würde leichter. Warum? Weil das Wasser ja ein Eigengewicht hat. Und das würde es entgegenwirken. Die Kraft wird dem entgegenwirken. Die Kraft wird entgegenwirken. Das ist der sogenannte hydrostatische Auftrieb. Ja, ich denke. Ja. Wollen wir mal gucken. Komm mal, mein Junge. Jetzt müssen wir mal da oben gucken. Na? Tatsächlich, was? Ja. Tatsächlich. Das Eisen wird leichter. Durch den hydrostatischen Auftrieb. Um wie viel wird es leichter? Das Gewicht? Ja. Sie haben schon gesagt, was geschieht. Ihr Punkt ist Ihrer. Um das Gewicht der verdrängten Wassermenge. Was die wiegt, um das wird das Eisen leichter. Das hat der alte Archimedes erfunden. Ja? Und wenn er das nicht erfunden hätte, könnten wir gar nicht schwimmen. Es gibt keine Schifffahrt. Also der Mann war unser Glück gewesen, dass er das erfunden hat. Und jetzt kommt hier... Wenn ich jetzt eine Kugel, ob die von rechts oder von links kommt, wenn ich die jetzt dagegen donnern lasse, gegen die restlichen vier, was machen die restlichen vier? Was geschieht hier? Ja, die drei Kugeln werden ihre Stellung behalten und diese Kugel wird wegschwingen. Die drei behalten ihren Arbeitsplatz? Ja. Eine vierte fliegt raus? Genau. Meinen Sie? Ja. Wir wollen mal schauen. Toll, was? Richtig, jawohl. Aber jetzt kommt ja, das ist jetzt eine Privatvorstellung von diesen Kugeln, jetzt kommt ja der große Knaller. Wenn Sie jetzt zwei nehmen, ja. Wie viel, was geschieht dann? Dann schwingen zwei weg. Und wenn Sie, das haben wir schon alles hinter uns jetzt. Zwei. Und wenn Sie drei nehmen, ja, dann geht die auch noch mit. Ist toll, ist toll. Und diese Dinger, die gibt es ja auch in klein, so im Modell zu kaufen. Und die stehen immer bei Top-Managern auf dem Schreibtisch und die spielen den ganzen Vormittag damit. Und das macht auch Spaß. Das gibt es auch noch mit mehr. Das ist toll. Drei Kugeln fliegen, drei weg, zwei fliegen, zwei weg. Unwahrscheinlich. Dankeschön. Darf ich den Herrn Kafka bitten? Ah, das Wasser ist schon weg. Herr Kafka, Sie sind Jurist. Auch Techniker ein bisschen. Nein. Nein? Nur vielleicht wegen durch die Bahn ein bisschen geworden. Sicherheit geht Ihnen über alles. Was geschieht, wenn wir hier oder da, aber hier ist einfacher, da gieße ich nichts daneben, Wasser gießen? Diese vier verschiedenen
artigen, also die verschiedenen Durchmesser dieser Röhren. Sie, aber sie sind untereinander verbunden. Was geschieht, wenn ich jetzt hier Wasser reingieße? Wie wird das aussehen in den einzelnen Röhren? Blau auf alle Fälle, aber das... Ja, na, die Flüssigkeit wird in allen Röhren gleich hoch stehen. Wer hat Ihnen das erzählt? Wer hat Ihnen das erzählt? Die kommunizierende Röhren. Richtig, auch in der Schule gelernt. Die kommunizierenden Röhren. Jawohl. So, dann wollen wir die auch noch mal kommunizieren lassen. Das ist ja sehr wichtig, dass hier kommuniziert wird. Bitte. So ist unsere österreichische Bundesbahn. Immer exakt. Jetzt geht's los. Was geschieht hier, wenn der Wasserspiegel sich jetzt hebt und dieses Eisengewicht weiter eintaucht? Was geschieht dann? Da drüben ist das gleiche Gewicht noch einmal. Geschieht überhaupt etwas? Oder hängt das dann nur im Wasser? Steigt das Wasser daran hoch? Oder was geschieht? Moment, der Wasserspiegel hebt sich? Ja, der hebt sich. Also indem wir das ganze Ding hochfahren. Ne? Ja, nichts. Nichts. Das Wasser steigt halt an dem Eisen hoch. Es geschieht nichts. Wir wollen mal sehen. Vielleicht haben Sie recht. Vorhin ist was geschehen. Denn jetzt steigt das Wasser, der sogenannte hydrostatische Auftrieb. Und jetzt verliert dieses Eisen so viel an Gewicht, wie die verdrängte Wassermenge wiegt. Das hat der alte Archimedes in der Badewanne, sagt man, gefunden. Heureka, ich hab's gefunden, soll er gesagt haben. Und Sie sehen auch? Ja, ja. Ja, ja. Schauen Sie mal, stellen Sie mal vor, Sie fallen ins Wasser und es geschieht nichts. Dann fallen Sie wie ein Stein, sind Sie weg. Auch der hydrostatische Auftrieb gibt Ihnen auch die Chance zu überleben. Was geschieht, wenn diese Kugel gegen die alle schlägt? Dann geht hinten eine weg. Dann geht hinten eine weg. Richtig. Die Energie setzt sich fort. Aber es ist wirklich verblüffend, wenn man es nicht wüsste und gelernt hat und gesehen hat, würde man doch sagen, nee, dann hauen, gehen sie alle so ein bisschen darüber, nicht? Dass die Energie sich fortsetzt durch drei Kugeln und nur die letzte wegfliegt. Und wenn Sie zwei nehmen, zwei wegfliegen. Und wenn Sie drei nehmen, drei wegfliegen. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Ja, deswegen gibt es kein Perpetuum mobile, ne? Deswegen gibt es keins. Gut, ich danke Ihnen. Das waren jetzt zwei. Jetzt gehen wir ins Theater. Wie steht's denn jetzt? Diese Nummernanzeige heute, die streikt. Bitte? Für wen? Der Herr hat zwei. Ja, siehst du, der Herr Patz ist das, der Steinmetz Patz. Der Herr Steinpatz Metz und diese dummen Scherze. Und diese dummen Scherze mehr. So, jetzt gehen wir ins Theater. Und ich freue mich, jetzt jemanden zu begrüßen, der für Sie einen ganz kleinen Ausschnitt spielt, mit seinen Kollegen, die mir verzeihen mögen, dass ich sie jetzt nicht alle einzeln namentlich aufzähle. Aber ihn möchte ich doch extra nennen, denn er hat oft genug in Salzburg den Jedermann gespielt. Unvergessen, Will Quadflieg und sein Ensemble. Bitteschön. Gut hast du gemacht, Wolfern. Sehr gut. Mieze Kater. Ui, Entschuldigung. Darf ich Eure Majestät meine Fiancée vorstellen? Fräulein Weber. Enchanté, Mademoiselle. Majestät. Also Mozart, er hat brav gearbeitet. Ja, entschieden, er hat brav gearbeitet. Hat es Eure Majestät wirklich gefallen? Sehr. Ich fand es hochinteressant. Ja, wirklich. Vielleicht zu schön für unsere Ohren? Vielleicht, wie soll ich sagen? Ja, wie soll ich denn sagen, Herr Direktor? Vielleicht zu viele Noten, Majestät. Sehr gut gesagt. Reichlich viele Noten, Mozart. Ich verstehe nicht, Euer Majestät. Nun nehmen es nicht tragisch, mein Lieber, aber es gibt nun mal Grenzen für das, was das Ohr an einem einzigen Abend aufnehmen kann.
Ja, ich glaube, er hat doch recht mit dem, was ich sage. Nicht wahr, Herr Hofkompositor? Nun ja, man muss sagen, im Großen und Ganzen schon, Majestät. Da haben wir es, ja. Die Oper ist geschickt gemacht, ist deutsch, ist gute Arbeit. Sie hat heute eben einfach reichlich viele Noten. Nein, genauso viel wie nötig sind, nicht mehr und nicht weniger. Ach so? Aha, ja. Dann hätten wir's ja. Ist er jetzt verärgert? Aber nein, er schätzt Ihre Aufrichtigkeit. Na, hoffentlich. Was sagen Sie denn zu der Pièce? Hat sie Ihnen gefallen? Ja, es gibt ein paar ganz bezaubernde Höhepunkte. Aha, und Tiefpunkte also auch. Ja, Katharinas Arie erschien mir persönlich reichlich exzessiv. Katharina ist auch ein exzessives Mädchen, unersetzlich geradezu. Trotzdem sollte man, wie mein verehrter Lehrer, der Chevalier von Gluck, zu sagen pflegte, tunlichst vermeiden, dass Musik allzu stark nach Musik riecht. Was meint er damit? Ja, Musik, aus der man die Virtuosität des Komponisten allzu deutlich heraushört. Aber Gluck ist lächerlich. Ach bitte, was sagen Sie da? Sein Leben lang redet er davon, die Oper zu reformieren. Dabei sind die Menschen, die er auf die Bühne stellt, alle so erhaben, dass es klingt, als ob sie Marmor scheißen. Also bitte. Das geht doch wirklich zu weit. Gluck sagt Chevalier von Gluck. Na, was heißt das schon, Chevalier? Ich bin auch ein Chevalier. Der Papst hat mich zum Chevalier ernannt, als ich noch in den Windeln gelegen bin. Teufel! Ist doch wirklich so blöd, nur Strohköpfe protzen mit ihren Titeln. Ja, zum Beispiel mit dem eines Hofkompositors. Ja! Mein Vater hat wieder einmal recht. Er sagt mir immer, ich soll mir ein Schloss vors Maul hängen und am besten gleich den Schlüssel verlieren. Nein, 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 ich werde wieder einmal, der Kaiser wird es Cativo nennen. Wollen Sie mir Ihrer reizenden jungen Braut nicht vorstellen? Ach, aber natürlich. Konstanze, das ist Herr Salieri, Hofkompositeur. Fräulein Weber? Sehr erfreut, cara Signorina. Ganz meinerseits, Exzellenz. Ach, bitte, darf ich fragen, wann die Hochzeit ist? Die Einwilligung von meinem Vater steht noch aus. Wie bitte? Er ist ein guter, ein großherziger Mensch, aber in manchen Sachen ein rechter Dickkopf. Entschuldigen Sie, wie alt sind Sie denn? 26. Dann dürfte doch die Einwilligung Ihres Vaters kaum unverzichtbar sein. Sixtes! Ja. Unverzichtbar ist sie nicht, natürlich nicht. Wenn ich Ihnen raten darf, dann heiraten Sie bald. Sie haben doch ganz offensichtlich un tesoro raro gefunden. Oh, vielen Dank. Na recht, gute Nacht Ihnen beiden. Gute Nacht, Exzellenz. Gute Nacht, Signore. Und vielen Dank. Komm, Stanzel! Ja, man wird euch erzählen, dass wir, die Musiker des 18. Jahrhunderts, nicht mehr waren als Lakaien, als Gesinde. Ja, das ist ganz richtig. Nein, es ist doch ganz falsch. Wir dienten, ja, doch waren wir gelehrte Diener und wir benutzten unsere Gelehrsamkeit, um das Leben von Durchschnittsmenschen zu verklären. Wir nahmen normale Bankiers, durchschnittliche Priester, einfache Soldaten, also ganz unbedeutende Leute. Und wir heiligten ihre Mittelmäßigkeit durch unsere Musik. Wir förderten ihre Verdauung durch Fanfarenstöße. Wir durchdrangen ihre Nächte mit Gitarrenklängen. Wir schenkten ihnen Polonaisen für ihr Einherstolzieren, Serenaden für ihr Kopulieren, Hörner für ihre Jagden, Trommeln für ihren Krieg. Trompetenstöße verkündeten ihre Ankunft auf der Welt und Posaunen beklagten ihren Abschied. Und das bleibt von ihnen übrig, dank uns. An unsere Musik wird man sich noch erinnern, wenn sie mit ihren Durchschnittsgesichtern längst vergessen sind. Nun sagt mir, bevor ihr uns Lakaien schimpft, wer diente wem? Und wer wird euch zu eurer Zeit zur Unsterblichkeit verhelfen? Oh Gott. Dottore, gleich geht's los. Drei Fragen übers Theater. Wie heißt dieses Stück? Amadeus. Richtig. Wer war damals Kaiser in Österreich? Josef II. Sehr gut. Und von wem ist das Stück? Von Peter Schäffer. Alles Beste. Bitte nehmen Sie Platz. Sie brauchen nicht mehr hineinzugehen. Herr Kafka, Sie dürfen draußen bleiben. Sie können ihm auch vorsagen, falls er was nicht wissen soll. Wie heißt dieses Stück? Das gespielte Stück? Was eben hier gespielt Amadeus. Wurde. Amadeus. Wie hieß der Kaiser zur damaligen Zeit? Also, der gesagt haben soll, zu viele Noten, mein lieber Mozart. Ja, das war der Vater von Leopold II., aber ich weiß den Namen nicht. Ich meine, Leopold, Franz, Ferdinand, wie hieß dieser?
raten. Man kann Glück haben. Ja, ich weiß es nicht. Noch hatten Sie da irgendeinen? Irgendwas? Ich würde immer irgendwas sagen. Die Chance ein Friedrich. Ist. Nein, der ist nicht Friedrich. Der ist Josef der Zweite. Ja, ich weiß es und von nicht. Wem ist dieses Stück? Der Regisseur. Nein, der Autor, der das Stück geschrieben hat, den meine ich. Wer hat dieses Stück geschrieben? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Der Regisseur des Films, sondern. Nein, das ist ein Theaterstück. Das ist nicht weiß der Film. Ich nicht. Der ist Peter Schäffer oder Peter Schaffer, wie Sie ihn nennen wollen. Ja. Sie haben so. Sie haben mit dreien vorne. Das Theater hat Sie umgeworfen. Ja. Herr Patz. Jetzt haben Sie gepatzt. Na ja, der Patz habe ich nicht. Vielen Dank. Ein Goldstück. Tut mir leid. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Danke. Ja, ja, das Theater hat schon manchen umgebracht. Aber gehören eiserne Nerven dazu. Ja, jetzt. Oh. Angefangen mit Mozart. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Aufhören mit Ralf Benatzky. Wenn schon Salzburg. Sie wissen ja nur, das steht ja schon drauf. Im weißen Rössel am Wolfgangsee. Das ist der Wolfgangsee hier, das sind Sie jetzt und das ist das weiße Rössel. Und die Rösselwirtin kommt und der Leopold kommt und die Glückseligkeit wird vollkommen sein im weißen Rössel am Wolfgangsee. Und wen könnte man da anders nehmen als die Besetzung, die ist dieses Jahr auch in Mörbisch. Neusiedlersee ist natürlich kein Wolfgangsee, ist ja gar nicht so tief, dafür ist es ein bisschen länger. Ne? Da werden Sie es singen. Sie kennen sie alle, da ist jetzt Theaterdirektor geworden und sie ist ja schon so lange an der Spitze in diesem Geschäft. Österreichs prominentester Musicalstar. Dafür empfehle ich bitten, jetzt genau hinzugucken, damit er die Künstler auch mal kennenlernt. Jetzt wissen Sie schon sowieso, wer es ist. Es ist Kurt Huemer und Dagmar Koller. Viel Vergnügen. Was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Denn meine Liebe, die ist dein, solang ich leb auf Erden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken. Wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, dass auch du mich liebst. Einmal nur, ach bitte einmal nur, möchte ich es wagen, dir zu sagen, was diskret in meinem Tagebuch gleich auf der ersten Seite. Pfeift sich was, pfeift doch auch du, sing doch auch du, oder brumm dir was in was? Die Klarinette, du
Buben schon so nett und die Madel dran sich hin und her. Und jeder Bub geigt was dazu, gerade als ob er selbst der Mozart wär. Aber ein Wein muss dabei sein, dann es ist die Gegend doppelt schön. Ich hab einen Rasch. Du hast einen Rasch. Und so werden wir uns verstehen. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Wenn die Musik spielt, halt die Ohren. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Es blüht der Holunder den ganzen Sommer mit unter und nur die Liebe, die blüht das ganze Jahr. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Ja, jetzt haben wir immer so ein halber Jahr. Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein. Ja, jetzt haben wir immer so ein halber Jahr. Danke sehr, danke schön, danke. So, wer noch Interesse hat, weiterzumachen, den darf ich hierher bitten. Eine schwarze Dame, eine rote Dame und Sie suchen sich jetzt die Buben. Wir machen Damenwahl. Schwarz, zu schwarz und oh, ach. Ich wollte mal sehen, ob Sie es merken. Sie müssen ziehen. Ich mache das noch nicht so oft, das muss man üben. So, jetzt haben Sie alles, was Sie wollen. Wer mit wem? So, die Niederlande und die Schweiz, Österreich und Norwegen. Weit entfernt, aber ähnliche Landschaft auf dem Gebirge, ja, ja. So. Darf ich Sie in die Mitte bitten? Ich erkläre das schnell. Es gibt eine Sage in Salzburg. Ich mache es kurz, weil Sie es alle wissen, aber Sie zu Hause wissen es nicht. Oder die wenigsten. Die Österreicher, die Salzburger hier werden auch Stierwascher genannt. Jetzt gibt es also eine Geschichte. Salzburg wurde belagert und sie hatten nicht mehr viel zu essen. Sie besaßen noch einen Stier. Den haben sie immer dann ganz stolz oben auf der Festung gezeigt, dem Gegner. Und haben ihn jeden Tag anders angestrichen und abends haben sie ihn gewaschen. Am nächsten Tag war schon wieder ein neuer Stier. Da oben war zwar immer derselbe, aber er wurde jeden Tag frisch gestrichen. Und so dass der Feind glauben musste, die haben dann noch ein halbes Dutzend und mehr Rindviecher da oben. Und können sie also noch Wochen und weitere Monate ernähren. Deswegen nennt man sie auch die Stierwascher. Manche finden das ein Schimpfwort, manche finden das sehr reizend. Ich finde die List sehr gut. Was liegt also näher, als dass man in Salzburg einen Stier zeichnet? Bitte schön. Und damit Sie es etwas einfacher haben, das ist der Rücken und das ist der Bauch. Das ist also der senkrechte Durchmesser von dem Stier. Jetzt müssen Sie sich einigen, wer zeichnet das Hinterteil und wer das Vorderteil. Wer zeichnet das Vorderteil? Das wollen wir auf dieser Seite haben. Und da soll das Hinterteil. Sie sind für Vorderteil. Und nehmen Sie an, das ist die Mitte. Vom Stier. Und von der Tafel. Ja, nicht, dass der eine so ein Hinterteil und dann vorne. Ne? Was möchten Sie? Ein Stier? Was ist ein Stier? Das ist ein richtiger, gesunder Bulle. Das ist also keine Kuh, sondern der Mann von der Kuh ist der Stier. Ja? Kommen natürlich immer mehr aus der Mode. Im Zuge der Rationalisierung sind auch die Stiere sehr oft arbeitslos geworden, weil das heute alles künstlich gemacht wird. Sie verstehen, als Krankenschwester, bitte? Schade. Schade, sagen Sie, ja. Das hat schon mancher Stier gesagt. Schade. Und Sie sind also für das Hinterteil zuständig, Sie für den Kopf. Ja. Guck mal, die Männer sind mehr für den... Na, bitteschön. Ja. Sie haben genau 100 Sekunden Zeit. Gabi, passt auf. Von der Seite. Von der Seite, ganz einfach, so von der Seite. Vergessen Sie die Beine nicht, bitteschön. Sie können anfangen, 100 Sekunden. Und dann klappen wir das zusammen und dann wissen wir endlich, wie ein Stier aussieht. Von damals. Ach so, Sie fangen da ganz... Ja, ja, fangen Sie an, immer kräftig. Stier,
Keine Mickey Maus, Stier. Das ist der Rücken. Das ist der Bauch. Das ist der Rücken. Das ist der Rücken und das ist der Bauch. Also hier käme so. Hm? Das ist das Bein. Ja, ihr freilich hat er zwei Beine. Ein Stier hat vier Beine, das möchte ich noch betonen. Mhm. Sieht das aus? Ein Hund, glaube ich. Sie haben mich missverstanden. Hier soll der Kopf hin, das Vorderteil. Hier ist der Bauch. Sie malen ja einen Stier allein. Sie sollen ja nur den halben Stier malen. Den halben. Den halben. Das geht doch jetzt so, das ist mir gleich, wie Sie es wollen. Das geht doch jetzt da so lang. Hier ist die Oberkante. Ja. Hier ist der Rücken. Da! Ah ja. Und nun? Und das ist der Bauch. Was soll das? Ich verstehe Sie nicht. Die Beine nicht? Normalerweise ist hier mit der Kopf, so hier, und das ist der Bauch, und hier werden die Beine. Ah ja. Ich weiß. Ja, das ist hervorragend. Hervorragend alles. Schwarz-Weiß. Och, das ist ja ganz herzlich, was Sie da machen. Sie sind schon fertig, ja? Hat er nur ein Bein? Na, dann machen Sie noch ein Bein. So. Ich glaube nicht. Dann machen Sie schnell noch fertig, noch irgendwas. Das ist natürlich alles wunderbar. So ist das. Aha. Aha, der Gong ist gelaufen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Da kann ich also recht schwer. Ja, das klappt mir jetzt auch. So, noch ein bisschen weiter. So. So. Na? Jetzt geht's los. Das ist natürlich nicht, da muss ich noch ein bisschen Kreide in die Hand nehmen. Das ist also der Stier Nummer 1. Das ist der österreichisch-norwegische Stier. Also hinten ist alles Österreich, ja? Dass das ein Stier ist, ist nicht zu übersehen. Was er als Stier zu viel hat, hat er an Beinen zu wenig, nicht wahr? Da hätte man auch noch ein zweites Bein unterbringen können, der steht direkt so, ja? Der Stier hat gedient, der steht also so. Sie haben Ihre Partnerin noch ein Bein abgenommen. Ich meine jetzt also zeichnerisch ein Bein abgenommen. Das war gar nicht nötig. Aber sie hat, das ist eine ganz freie künstlerische Gestaltung, ein introvertierter Stier ist das. Der mit seinem Kopf, mit seinen Gedanken in sich selbst hineingeht. Er ist auch ein wenig ein politischer Stier, denn er ist nach allen Seiten offen. Nicht wahr? Und er hat etwas vom Einhorn. Es ist also auch ein Fabelwesen. Ein Stier, der sich selbst zuschauen kann. Also auch ein ganz klein wenig ein Voyeur, soweit es das unter Tieren möglich ist. So. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ein Bein. Ein Bein? Das ist ein bescheidenes Bein. Gut. Ein Stier, der sich selbst auf das Horn nimmt, könnte man bei dem sagen. Jetzt geht's hier. Das ist ja eine echte Meisterleistung, muss ich sagen. Da muss ich wirklich sagen, ein Stier, der ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 blättriges Blatt gefunden hat, muss einen fröhlichen Gesichtsausdruck haben. Er frisst es ja auch gar nicht, sondern er führt es nur über die Mauer spazieren. Wiener Hofreitschule, er macht vorne also diese wunderbaren. Zwei Ohren und zwei Bananen, also ein echter, ein vollständiger Stier. Die Hinterbeine sind ein bisschen, im Gegensatz zum Stier, etwas zu kurz gekommen. Die sind etwas dünn geraten, würde ich sagen. Hier, das sind kräftige
Richtige, das sind Schweizer Stierbeine. Ne? Und das ist ein niederländischer Stier. Ne? Das ist, damit Sie sie leichter aus den nassen Wiesen rausziehen können. Ja. Verstehe das schon. Sehr gut. Also, jetzt wem soll ich den Punkt geben? Ich würde den Punkt hier, wenn Sie einverstanden sind, würden Sie mit mir... Da ist ja nichts schlecht, das ist ganz neu einmal gesehen. Ganz neu einmal gesehen. Die Norweger, nicht? Ich denke nur an Ibsen, alles introvertiert. Sehr gut. Schön. Ich danke Ihnen, das war ein Punkt. Jetzt gehen wir zusammen ins Kino, um uns etwas zu erholen. Wir haben das Bach-Jahr, ein Film über Bach. Ich habe ihn mal, das ist der schon, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt, aber wir haben ihn hervorgenommen, weil er uns nochmal gefallen hat und weil es das Bach-Jahr ist. Und deswegen schauen wir uns diesen Film an. Sie haben ihn vergessen oder nie gesehen. Sie haben ihn bestimmt nie gesehen. Wenn Sie hier Stand nehmen wollen, dann bitte ich, den Film abzufahren. Die Fragen im Anschluss an den Meister. Bach hat einen Einfall. Ich habe genug. Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen auf meine begierigen Arme genommen. Ich habe genug. Weiß Gott, es gibt keinen frömmeren Mann als mich, Johann Sebastian Bach, aber so ein Text, der nimmt mich ja auf die Arme. Was soll ich jetzt daraus wieder machen? Ich habe genug. Ach, das ist alles nichts. Wann soll es denn fertig sein? Vorgestern. Anna Magdalena! Anna Magdalena! Ja? Was haben wir heute? Leipzig allerlei. Nicht doch, was für ein Tag ist heute? Heute ist Mittwoch, der 29. Januar 1727. Schon wieder Mittwoch. Und besonders muss es einstudiert sein. Jeden Sonntag, den Gott werden lässt, eine neue Kantate. Die Leipziger glauben, sie haben für ihren Hungerlohn einen Kantatenscheißer eingekauft. Und für die Ehre, Thomas-Kantor zu heißen, da muss ich diesen lausen Jungs von Thomaner Latein beibringen. Was ich selber kaum kann. Ach, macht nichts, Bächlein, solange wir nur alle gesund sind. Ja, ja. Wie viele sind wir denn jetzt? Also, da ist die Katharina Dorothea, der Wilhelm Friedemann, der Karl Philipp Emanuel und der Johann Gottfried Bernhard aus deiner ersten Ehe. Und von mir, da ist der Gottfried Heinrich, der Christian Gottlieb und die Elisabeth Juliane Friederika. Und wer wird das da? Das wird der Ernestus Andreas. 8. 4 sind wieder heimgegangen. Macht 12, also die 20 machen wir noch voll, Anna. Wie du willst, Bächlein. Wer weiß, was sonst von mir bleibt. Was wird man wissen in 50 Jahren? Da war einer in Leipzig, der hat die Orgel geschlagen, wie der Deibel, wird man sagen, wenn's hochkommt. Was ich geschrieben habe, da hat man längst mit dem letzten Blatt einen Hering oder einen Käse eingewickelt. Nee, nee, also das glaub ich nicht. Ach, Anna, geh wieder an dein Allerlei. Lass mich bei meinem Einerlei. Wenn ich's fertig habe, dann schreibe ich dir mal wieder ein schönes Notenbüchlein. Wie du willst, Bächlein. Das geht ja nicht ins Ohr. Raus! Raus, ihr Höllengezicht! Seht ihr nicht, dass ich in einem frommen Lied arbeite? Schert euch zum Henker! Ich habe genug. Ich habe genug. Ist auch nicht gut. Jetzt fängt der Emanuel an zu üben. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber ich kann dem Jungen ja das Üben nicht verbieten. Ja, spielt geläufig. Aber da ist keine Kraft dahinter. Emanuel! Emanuel! Herr Vater? Du bist fleißig, Emanuel. Das ist gut. Und was du machst, das ist alles akkurat. Aber Emanuel, wenn du spielst, da musst du auch mal die Sau rauslassen. So! Jetzt bleibst du dein Leben lang ein Akkompanierer? Ein galante Fräulein, aber du wirst kein Musikus. Hm? Willst du mir merken, Herr Vater? Brav. Und jetzt machst du Schluss für heute.
Ach, was mache ich mir für Mühe um einen Einfall für eine neue Kantate? Könnte ich doch mal Schlampen und Schludern wieder händeln. Könnte ich's einmal? Ich hab doch gesagt, du sollst Schluss. Ah, das ist der Friedemann. Das hat Kraft. Das sitzt. Ah, was machst du denn? Friedemann, hör auf! Friedemann! Ach ja. Jetzt ist schon alles klar. Alles klar, Vater. Also wieder besoffen. Als ich so alt war wie du, da wusste ich nicht mal, wie Branntwein aussieht, nicht mal, wie er geschrieben wird. Mit doppelten. Alles klar. In Orthographie warst du nie der Größte. Macht nichts, macht nichts. Man kann nicht jede Woche eine neue Kantate hacken und noch Sinn haben für die Feinheiten des Lebens. Du liederlicher Patron, du. Bevor du begriffen hast, was das Leben ist, da hast du dich längst um Amt und Verstand gesoffen. Vater, du bist ein Genie. Und ich bin nur ein halbes. Darum sauf ich, dass ich mich doppelt sehe. Raus! Raus hier, das ist doch kein Narrenhaus! Verschwindet hier! Wann kann ich denn mal eine Minute in Ruhe arbeiten? Bächlein, ich brauche Geld. Das Brennholz ist alle und die Kinder brauchen neue Unterbeinkleider. Unterbeinkleider, Brennholz, mach mich nicht wahnsinnig. Wann soll ich denn das Geld verdienen für die Unterbeinkleider? Ich sage dir, wenn das so weitergeht, ich laufe auf und davon. Wirklich, ich habe genug. Anna, Anna, das ist es. Ich habe genug. Hier ist dein Taler. Das nächste Mal kommst du ein bisschen früher mit deinen Unterbeinkleidern. Ganz wie du willst, mein Bäcklein. Mache ich mit Ihnen den Anfang. Sie sind so nett, gehen einen Augenblick dafür. Sie dürfen miteinander reden, Sie dürfen sich beraten. Muss ich einen schönen Gruß noch sagen in eigener Sache, das war eben meine Partnerin, Schlagerfreunde werden Sie noch kennen, Maria Mucke, hat sich gefreut, das nochmal zu sehen, hat sie mir am Telefon gesagt. Grüß dich, achso, sie ist ja schon weg. Sie dürfen miteinander reden, aber nur eine Antwort. Erste Frage, wo ist Bach geboren, in welcher Stadt? Also drüben. Eisenach. Eisenach, in Eisenach. Ja. Ja, in Eisenach, ja. Und an welcher Kirche war er Kantor? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Thomaskirche. Thomaskirche und auch an der Nikolai. Aber ist richtig, Thomas Kantor war die berühmtere. Er hat 6 Konzerte geschrieben, die sind in einer preußischen Provinz benannt. Wissen Sie, welche das sind? Brandenburg-Konzerte. Die brandenburgischen Konzerte. Dankeschön, mehr kann man nicht wissen als alle Zeit. So. Wenn Sie einen Moment da Platz nehmen. In welcher Stadt? Sie können miteinander reden. Ja, ja. Sie können miteinander reden. In welcher Stadt ist Bach geboren? Eisenach in Thüringen. Eisenach in Thüringen, noch fabelhaft. An welcher Kirche war er Kantor? Thomaskirche in Leipzig. Thomaskirche in Leipzig. Und dann hat er 6 Konzerte geschrieben, die nach einer preußischen Provinz genannt sind. Welche waren das? Die Brandenburgischen. Die Brandenburgischen. Ihnen fehlte ein Punkt. Das war nicht mehr. Der Kopf vom Spieler. Sie sind am Kopf vom Stier gescheitert. Der hat nach hinten geblickt. Aber wollen wir gucken, ob auch genug Gold drin ist? Ach, schön. Reicht für Manschettknöpfe. Dankeschön. Kommen Sie gut heim und kümmern Sie sich um Ihre Opfer. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. So, jetzt wird es kritisch. Dankeschön. Wir wollen den alten Brauch nicht brechen. Die Dame darf sich wünschen, ob sie gleich oder später. Wie möchten Sie es? Mir ist egal. Also ich gehe gleich. Also Sie gehen gleich. Bitte schön. Sie gehen gleich. So. Sind Sie bereit? Ja.
Das haben Sie sich doch immer gewünscht. Sie wollten doch auch mal hier oben sitzen. Ja. Ja. Wie heißt der am 11. April verstorbene albanische Parteichef? Enver Hoxha. Hoxha. Hoxha, gut doch. Hoxha. In welchem Land wurde Mitte März die Weltausstellung Expo 85 mit dem Thema Wissenschaft und Technologie eröffnet? In Tsukuba, in Japan. In Japan, Sie wissen sogar Tsukuba. Japan sollte mir genügen. Seit Wochen wurde eines der letzten Naturparadiese mit seinen einzigartigen Tier- und Pflanzenarten durch ein Großfeuer bedroht. Wie heißt das? Eines der letzten Naturparadiese. Seit Wochen brennt es da. Galapagos-Inseln. Galapagos-Inseln. Mein lieber Freund, danke schön. Sie haben es nicht leicht. Alles haben Sie gehört. Haben Sie schon gehört? Ja, bitteschön. Aber drei gleich. Drei gleich. Na ja, wir haben ja noch mehr Fragen. Wie heißt der am 11. April verstorbene albanische Parteichef? Enver Hoxha. Enver Hoxha, richtig. In welchem Land wurde Mitte März die Weltausstellung Expo 85 mit dem Thema Wissenschaft und Technologie eröffnet? In welchem Land? In Deutschland? Nein, in Japan! Vorbei, vorbei! Sie hat alles gewusst. Der Sieg ist ihrer. Viermal Gold ist auch nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Das Geld wollen Sie sich dann bitte an der Kasse. Gibst du nicht ein paar Blümchen, Gabi? Geld alleine macht ja auch nicht glücklich. Da müssen auch ein paar schöne Blümchen dabei sein. Das ist aber sehr, sehr schön. Dankeschön. Dank. Kommen Sie gut zurück nach, wie heißt es? Thalwil. Nach Thalwil. Und wechseln Sie erst ein, wenn die Mark wieder besser steht. Dankeschön. Danke. Ich danke auch Ihnen. Bitte schön. So, meine Damen und Herren, ganz wenig überzogen heute. Das ist die übliche, bekannte österreichische Pünktlichkeit. Hier klappt das alles. Hier geht das straff zu. In diesem Hause herrscht Ordnung. Trotzdem, wir hier eingedrungen sind, nochmals herzlichen Dank für alles. Wir sehen uns ja hin und wieder irgendwo auf der Straße oder im Auto oder irgendwo im Kaffeehaus. Dankeschön. Die nächste Sendung, und da bin ich ein Glückspilz. Die eine mache ich hier, wo ich zu Hause bin, und die nächste mache ich da, wo meine Heimat ist. In Bremen, im Lande Bremen, in Bremerhaven. Heute schneebedeckte Berge und dann das große Meer im Hintergrund in Bremerhaven. Man kommt rum, wenn man eine solche Sendung macht. Vom Meer bis zu den Alpen. Und ich bedanke mich herzlich hier vor den Alpen. Wir sehen uns wieder am 29. Juni. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende, eine geruhsame Nachtruhe und alles Gute. Und wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Guten Abend und Dankeschön. Danke.